Moin Fritz, schön, dass du kommen bist. Wir morgen Fair Talk und Platt. Wir sind jetzt links oben weg mit der Fähre von Nordenham, Blexen nach Bremerhaven. Ja, liebe Lü, ich wollte eben vorneweg sagen, das hält immer die jungen Lü Gott weg und Dörp und Gott in die große Stadt. Aber wie wird von Nachmittag hier auf der Fähre den nächsten 15-20 Minuten, wer weiß, wie lange wir unterwegs sind, bewiesen, dass es sich lohnt, auf den Dörp zu wohnen. Fritz Büsing kommt aus Reitland. Da ist sie geboren, da ist sie nach Scholgorn, ist sie obwussen, groß geworden. Und da lebt sie jetzt immer noch. Und man macht das kaum sagen, hey, wohnt in das Gebäude, wo man nach Scholgorn ist. Fritz, nochmal, schönen Dank, dass du gekommen bist. Vertell mir was über dein Leben in Reitland. Ja, danke schön, dass ich in Lothwurmen, Hans, wir kennen uns ja lang genug. Du weißt ja, wie ich zu Reitland stehe. Ja, aber mein Leben, wie du halt gesagt hast, ich bin geboren in Reitland, bin da obwussen, bin nach Scholgorn. Und dort direkt von dort noch in die Schule, fast 50 Jahre. Und da kann ich nur jedem sagen, wer am Dorf Leben macht. Es gibt Leute, die könnten nicht am Dorf froh werden. Ob die das möchte, die sind doch gut abhoben wie uns. Das ist ein feinlicher Ort, Reitland. Reitland ist ja lang besiedelt, länger wie alle anderen Orte drumherum, weil da das Moor liegt. Da wird das Schweier Moor und da sind die ersten Siedler gekommen und Jordebusen. Also ich sage, Sturmfluten in das Jahrhundert, 14. Jahrhundert, wir sind da noch und 34 und 62. Da haben sie die Flucht und Jordebusen von Jordelee über das Moor und dann wird eine Rönne, die damals als so ein letzter Nebenfluss wie von Lochfleet, was halt immer unter Wasser stehen hat. Und da ging nicht viel, aber da werden sie sechs auf dem Moor. Da haben sie ganz viel Hochmoor achter sich, mit einem Jordebusen, die neue sich ganz bildet hat. Und das sind die ersten Siedler gewesen. Da ist Norwies 1600 und 64, da habt ihr fast ein Hüß festgestellt in Reitland. Du habt ihr das erste Mal die Grunderhebung gemacht. Also, da überhaupt mal zu Papier gekommen ist. Vorher werden die so arm, da hat kein Graf oder irgendjemand Interesse dran, weil die sowieso nichts betonen können. Die haben nichts. Ja, das ist Reitland. Reitland können wir mal sehen, da wir. Wir können vielleicht. Wie lange das existiert. Ja, ja, gut. Aber Leute, wir wollen mal wieder nach vorne gehen, ja. Nachdem ich geboren bin. Da wäre so Anfang der 50er Jahre, dass ich mich da gut erinnern kann. Ja, da wäre Reitland ganz anders. Ab von Dorgen. Wir haben, wenn man anfängt, erst fängt man den Schuster an, dann kämen Vornehmer, dann kämen Kuppmanns Schmäh, dann kämen Kuppmanns Laden, dann kämen Bobetrieb, dann kämen Wollern Kuppmanns Laden. Und an der Sachstraut wie ein Dachdeckerbetrieb, die von Dorgen noch besteht, aber alle anderen gibt es nicht mehr. Aber rechts sieht von Straut, wenn man von Seefeld kommt, haben wir einen Bäcker. Und ganz am Ende von Reitland, wir haben noch Tönnies, da wäre der Tumereibetrieb und Düschler. Glück, die wir da die Bestatter, die die Säge morgen, den wir dummer sind, noch immer so machen, von Hand. Und was wir da noch haben in Reitland, wäre eine Schule. Aber nochmal, ob diese Infrastruktur, wenn man sich das genau überlegt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Du hast dich in den 50er Jahren, ja. So als du die erinnern kannst. Also ich kann sagen, als ich das erste Mal der Reitland führte, gäbe das auch noch einen Backer und einen Kopmann. Das ist nur Alpha. Leider ist das Alpha B, was heißt leider, das ist die Entwicklung. Aber diese Infrastruktur wäre auch hier wichtig für die Leute, die da wohnt habt, oder? Ja, die wäre ganz wichtig. Im Grunde werden da alle Selbstversorger, die haben alle Fehlkram und Schwinen und Kaninchen und Gös, da wäre wie jedes Hus so. Aber man kann sagen, da, wie jedes Hus wird messvoll und dann wird man da fähig auf dem Hof. Du musst haben die Lüge all mögs, aber eine Kuh deckt den Tisch hier da, du musst. Und wir haben damals in den 50er Jahren über 60 Möglieferanten in Rheinland. Die haben natürlich bloß ein, zwei Kühe, aber auch bei 12 Kühen. Von Dorgen habe ich zum Beispiel nur noch einen Hauptbauer, der hauptsächlich Rehmorgen da, also Vollerwerbslandwirt, und einen Nebenserlandwirt und einen, der noch Ammenkuhhaltung hat. Alles andere gibt es nicht mehr. Der Vieh ist da gleich geblieben, hat früher nur gebündelt auf zwei Seen. Gut, und die Geschäfte gibt es auch eben leider alle nicht mehr.
die Schmähe Gift hat nur, da war doch ein Bäden in Wackelt, ja. Aber hat Schmähe ja nicht mehr. Nein, nein. Also, hast du eine Erklärung dafür, wie das kommen ist, also ob einmal all wegbrochen ist? Ja, da kommen wir allein all die Tiere anders vor, wie so ein all mobiler wurden. Denkt dann auf 55 zum Beispiel, gibt es 3 Autos in Rheinland. Von Dorgen, will ich nicht, mehr hat Einwohner, fast, nicht ganz, aber sehr viel. Und ihr habt all anders vor die Arbeit gefunden, weil es hat sich einfach all ändert. Die Welt hat sich ändert. Wir finden Arbeit in Norden haben voll, die Entfernung sind nicht mehr. Früher wäre das so, da werden die Leerstehen, da musst du mit Vorrat hinkommen. Und da wäre Schweiz, Seefeld, da wäre überall werden Ausbildungsplätze. Und da ist so ganz und gar verbieten. Man möchte von Dorgen all sehr mobil werden. Denn der Dummus Moped hat, da wäre ja all. Die Utnahme. Die König. Da wäre die König, ja. Die dort Motorrad hat. Zum Beispiel Hermann Wegers, der hat ein Motorrad, wie er war, Dachdecker, dann tätig auf dem Ammerland. Und sein Bruder, genauso, die von dort Dachbetrieb in Sachsrot, die haben damals ein Auto und haben noch viel Arbeit am Ammerland oder in weiteren Umgebung. Aber alle anderen, da wäre vor Ort. Da wo auch so anlebert, zum Beispiel mit einem Rollguttransport, gibt es noch. Denn du holst dir den Arm bei Hans Basthusen. Der Vorrat behind ihn niemand. Und der Brot bei Schöpfert. Ich sage, die werden Selbstversorger, die haben all Ackerland. Und dann wurde ich ragen, der Mann anseit hat, die wurden noch Schöpfert hinbracht und du kriegst das Brot vor. Fritz, bevor wir über die Tiet schnackt, wo du arbeitest, also arbeiten, da bist du hier immer noch, ich weiß das, nochmal melden, was über deine Schule Tiet in Rheinland. Ja, und vor allen Dingen auch über die Schule in Rheinland. Die Schule, ja, die Schule. Die Schulen in Rheinland, die erste Schule hat ja 1668 Norwieslich gegeben. Dann ist die neue an, von Dorgen an der Rönneln nicht gebaut worden, da wäre 1863 und die ist bei 1933 betrieben worden. Parallel dazu ist die Schule an der Sachsrohr 1, früher hier dann an der Sachsische See, die ist 1933 gebaut worden und 1944 dann betrogen worden. Die ist in Betrieb gewesen bei 1967. Also da bin ich in Schule vor 1952 und 67 wurde die Schule da ablöst. Und dann wurden sie vielleicht nichts nach der Schule betrieben. In Augustgrund wurden sie da auch alle ablöst und dann mussten die Schüler ja noch Seefeld haben, weil da nicht die Schule ja entrichtet worden wäre. Und somit wurde das ja in Seefeld, wie wir es da nach die neue Schule gebaut worden. Aber damit wäre mit diesen einklassigen Schulen wieder vorbei. Anfang der 50er Jahre werden in der Schule über 60 Schüler. Da hätte aber auch in Rheinland wohnen 330 Einwohner. Vorn Krieg haben da knapp 200. Und von dort sind wir gut vor 200. Also da werden damals viele Flüchtlinge, werden über 100 Flüchtlinge in Rheinland untergebracht. Und wenn ich dann den Wohnraum bekomme, dann sind damals haben und von dort ist der Wohnraum verdoppelt worden. Mit die gleichen Einwohner. Ja. Aber nochmal eben zurück auf die Schule. Das wäre eine einklassige Volksschule von 1. bis 8. Schuljahr in eine Klasse und mit einem Lehrer. Der zunächst hat so viele Schüler werden, mit 60 Schülern, da werden da 2 Klassen. Da wäre die andere Klasse muss, von 1. bis 4. Schuljahr, die muss dann morgens nochmal aus der Schule und die Barberklasse kam von 7:30 bis um 10:30 wäre das. Und wir mussten um 1 Uhr werden und haben wir dann unsere 4 Stunden aufzureden. Da haben wir 2 Lehrer, ein Junglehrer wäre da. Und die Hauptlehrer dann die Bauerklasse unterrichten die. Und da war anders ab 1954, wo die Schule umbot. Erst Schule zunächst nach 1952 eine Klasse anbot, werden wie den Achterstadt gemacht worden ist. Aber dann hat man sich in der Gemeinde Seefeld, wurde anders, weil die Flüchtlinge all weg sind, die kriegen Arbeit in Rheinland. Da wurde so gemacht, dass da eine Klasse vergrößert wurde. Der Eingang war aber andere Seiten gemacht. Die Kölnrum wäre nicht mehr nötig, da war nicht mehr so viel Torf, Brockton heizen. Und dann wurden oben in den Oppenbötten ein Werkraum gebaut, der dann auch als Stillbeschäftigungsraum diente. Da muss dann irgendeiner her, nur die höhere Klasse, die dann die andere Klasse da eben bei den Schach holen. Die. Und da haben wir dann bloß noch einen Lehrer. Also der eine Lehrer, der hat zu Anfang hatte noch über 40 Schüler, die er unterrichten muss. Also muss ich einen Stillbeschäftigungsraum haben, da kriegst du deine Arbeit, die oberen Klassen, dann konnte sich die anderen annehmen. Gut, du bist denn, wenn ich das richtig rechne, dann denkst du tatsächlich mit der Schule fertig geworden und fertig bin das, geworden, ja. Bist du in der Lehre geworden? Dann bin ich in der Lehre geworden, dann habe ich zu meinem Berufsweg, dann habe ich zunächst auch an Autoschlosser gelehrt, in Schweiz bei dir, da wäre ich nicht so wieder, konntest du halt mit Rad hinkommen und da habe ich auch 12 Jahre gemacht, den Beruf. Und da wäre dann mit der Gesundheit, die Ruhe auf dem Markt nicht so richtig mit und da hat man mich rot
Du musst dann sofort noch einen Vertrauensarzt und du sagst, du mir schon mal was anderes. Morgen habe ich dann auch gemacht, bin neu in die Industrie gegangen, habe noch zunächst erstmal bei Olympia gearbeitet, solange die in Schwein werden. Und dann bin ich in Nordenhammer Park gewesen. Und das betonen Renten alle hin. Ist das Elektriker Arbeit oder? Schlosshorn nochmals neuer Maschinenrichter, also wie Werke, ja. So, du bist aber jetzt in Ruhestand. Ich bin jetzt in Ruhestand, ja. Und Ruhestand, oder wie man auch will. Und aber der Titel jetzt in Reitland. Also Reitland ist ja immer noch was Besonderes. Also nicht bloß, dass das jetzt eine geschlossene Ortschaft ist. Eigentlich darf man da bloß 50 führen. Sind wir auch alle stolz, aber das so ist. Aber das Leben in Reitland, so funktioniert das. Halt. Man muss natürlich daran arbeiten. Das kommt nicht von selbst. Da wir auch, der ist halt auch vor 80 Jahren auch alle Leben wählen. Da hat man zwei Gesangfeen gehabt, was vor dem Krieg wäre. Du hast Musik, muss man selber machen, muss man singen. Radio gibt noch nicht. Und du musst haben, die zwei Gesangfeen. Immer bei Hartmann in Reitlander Hof und immer im neuen Haus, da wird dann was neuer Heidemann wäre. Und die Gesangfeen ist im Grunde, und die Feuerwehr hat sogar gegeben, 1827, die hat man da mal gegründet, wo in Seefeld eine Feuerwehr gegründet. Die gibt vorher, 1881, eine Turnerfeuerwehr und dann war aber eine freiwillige Feuerwehr gegründet, 1927, und die dritte Zug kam nach Reitland, oder da werden die Reitlander dann auch noch vereint. Dann ist die Gesangfeen ist neuer, die Busfeen, 1957 geworden. Und war ähnlich der andere Gesang für ihn, wäre die Schützenfeen, 1954 gegründet worden. Beide Vereine sind sehr aktiv. Die Busfeen hat 300 Mitglieder, die Schützenfeen hat über 130 Mitglieder und auch noch einige Passive. Hinzu kommen die Feuerwehr, sind wir auch schon noch immer ganz gut besetzt, da haben wir mit den Alterskameraden knapp 50 Mitglieder und ein paar Jugendfeuerwehrmitglieder noch zusätzlich. Und dann habe ich noch die Theatergruppe, die man auch nicht vergessen genommen hat, die auch ganz aktiv ist, die in Short jedes Jahr ihr Theaterstück abführen hat. Die Theatergruppe, die hat auch als 1900 in den Dariger Jahren hat das also funktioniert, ist dann mal weniger attraktiv und dann wird der Plattdeutsche mal nicht mehr so in. In den 60er Jahren war das etwas schlechter und von dort ist das schon mal entkommen, also hat sie mal Platz schnacken können. Und in Schützenfeen, ja, der hat wieder steht dann auch für all. Da ist so mal so, wie die Gaststätten abhauen wurden, wurde ja dafür, wie Hus nicht bot, recht groß auch. Aber wie alle Vereine da noch kommen. Die Boselfeen hat neuer noch seinen Anbau selber tätig, hat natürlich einen Torschuss kriegen dazu und hat dann noch ein paar Jahre laut, hat sie noch mal war vergrößert und die Schützenfeen hat auch den Schiedsstand da hin. Und dann habe ich noch den Gymnastikverein, der da oben auch noch mit Turnen da, das sind aber dann nur die Frauen, die ist auch nicht noch 70 Grund worden, ja. Gut, also Lebelügi-Markt, da ist ein begeisterter Reitlander bei uns. Und ja, verleden Jahr, letztes Jahr, passierte was Wunderbares. Das hat mit einem Storch zu tun. Fritz, ja, das musst du uns zum Schluss nochmal eben erzählen. Ja. Das ist nämlich ganz auch bezeichnend nochmal dafür, was in Reitland funktioniert. Die Dorfgemeinschaft oder Dörpgemeinschaft. Dorfgemeinschaft, die funktioniert. Noch Grund, dass so ein Überfehlen für alle. Dass wir mit einer Stimme sprechen, da habe ich uns erstmal einig so und dann habe ich jemanden, der sagt, so, noch die Kommune haben gesehen oder was wir sonst ausrichten wollt. Von da an geht ja auch fein auf WhatsApp, da kann ja auch schnell die Nachrichten verdient werden, aber tun Stachen erst. Die Stach, die ist ähnlich seit ein paar Jahren in Reitland. Die setzen sich gelegentlich mal auf unsere Lampen an den Sportplatz und dann seht ihr da den ganzen Nacht ab und so sollen wir dann endlich mal auf die Idee kommen, ein Nest zu bauen. Und ja, das funktioniert auch nur, wenn alle Gauto hochholt und kriegen wir noch ein Gittermaß stiftet, dann wieder abstellen können und wir tinken, da ist schon unsere Unternehmer jetzt auch in Reitland, die Männbacher, ja, kein Problem, er kommt sofort. Und dann hat er uns eben das Loch abgemacht und dann mit vereinten Kräften wieder einen Mast abstellt und das nächste vorspunnen und wir haben das so gemacht, dass er auch intogen ist im letzten Jahr, also im Betten. Oder seht zumindest noch mal drauf. Und das Jahr haben wir da große Glocke, also vor sie ankommen die und dann kommen die Partner hoch anschließend. Und man meint jetzt, es steigt nämlich jetzt ob nächstes, die sind nicht mehr, aber Junge und so. Und wir wollen dann noch mit dem Drohne wegfliegen und mal sehen, wie viel noch kommen da in so in das Nest. Also ich bin fast davon überzeugt, ich habe das die ganze Zeit immer beobachtet.
Die Frau hätte selten und hätte selten und hätte selten. Und als sie Frauenslübe wie der Storchenpoor den Mogt. Und ich bin mir sicher, da sind junge Störche vor mir hin. Ja, die sind da ab und man kann auch glücklich sehen, dass die Schnauben unten geht. Also dort passiert irgendwas. Und das steht auch jetzt immerhin noch ab, die fliegt nicht beide weg, also mit Mütter noch kommen schaffen. Also das ist ein großes Glück. Wir haben ja früher auch einen Storchen, erst in Rheinland hatte, da wir ganz am Ende wieder noch merken, wo die jetzt wohnt. Zu meiner Kindertit und in Seefeller Budendichs. Du musst wieder schon mal nach der Overglow so etwas. Wenn ein Storch erst auf Fuß ist, brennt nicht ab. Aber leider ist wie Marschallik in Seefeller Budendichs, das ist ja der zweite Fuß um die Ecke. Du musst die Blitz trotzdem entschlauen und es abbrennt. Ja, aber mit Overglowen, naja, gut, will ich jetzt nicht überschnacken, das ist ein anderes Thema. Also, Fritz, nochmal, also, wie habt Glöwig Markt, das lohnt sich. Wer das will, wer damit zugangen kommt, wer das sich darauf inlädt, in so eine Dörfgemeinschaft, Gemeinschaft hat Rheinland, auch hat junge Lü Tuvon, die Kinder konnten als Schul führen, von der Huste auf, die Kindergorn ist nicht ganz weit weg und in die Dörfgemeinschaft in Rheinland, du drehst jetzt nochmal zum Abschluss so richtig Werbung morgen, Waben für Rheinland. Sind da noch freie Boplätze? Freie Boplätze, ja, die sind im Moment sonst ja auch vergeben. Man kann nur hoffen, wenn da genug Interessenten sind, dass das nochmal was klappen. Da dann Gertinken hat schon noch da gelernt und die hat das letzte Mal auch schon die Boplätze da erschlossen, die Grundstücke. Und da habe ich ja eben neue Hüs Platz gefunden. Und ja, vielleicht gibt es noch einen oder anderen, der dort wirklich wohnen muss und hat das nochmal was klappen. Das ist natürlich ein wieder Werk, wie wird von Dorgen, dass die Genehmigungsverfahren, die sind schon sehr abwendig. Aber da wird ja auch ob sonst noch ein paar Hüsen verkauft, da junge Lü herkommen, dort nur dann kann dort weiterleben. Wir haben schon gesehen, wir haben auch so, vor zwei Jahren, wir ist nun inzwischen Jahr war her, unser Dorf hat Zukunft, sag mal auf Hochdeutsch. Und da habe ich zwar ganz gut abschneiden, aber gut, da gibt es schon die unterschiedlichen Meinungen, auch bei denen, die da beurteilen, dort was gut oder nicht so gut ist. Und man muss erst mal lernen, was will ihr und wo was ab acht. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, am Dorf zu leben. Das neben Rheinland gibt es noch mehr schöne Dörfer. Du lebst in Augusthusen, da kannst du auch gut leben. Aber bei uns sollen wir gut abhaben, alle, die da kommen will und wenn Mut hat, in Vereinsleben tätig zu werden, der kann da noch gut mithelfen. Und wir würden freuen, wenn wir noch junge Leute genug finden, dort ist das so wieder geil. Also ich hoffe das auch, denn ich wohne ja auch seit gute 40 Jahren jetzt ganz dicht bei in Augusthusen, hast du ja gesagt. Es lohnt sich wirklich. Einfach sich dorop inzuladen, ob dörp zu leben. Ja, liebe Lü, wir hätten beten, das wäre jetzt der Werbeblock für Rheinland und im Tau, aber auch überhaupt für das Leben auf Land, es lohnt sich wirklich, wir möchten ja alle in die Stadt trecken, das hätte sicher ein paar Nordele auf Land zu wohnen, aber an einem Streck nochmal. Wir sind dort zufrieden. Wunderbar. Wir sind dort glücklich und zufrieden. Ich sage immer, wir wohnen dort, wo die anderen gerne mal Urlaub machen dort. So ist das. Schönen Dank. Dass wir den Fair Talk über Rheinland und im Tau und andere Dörfer, die so sind als Rheinland. Und ich sag nochmal, ganz schönen Dank.